Nächster Redner ist der Abgeordnete Klaus Köckl. Bitte, Abgeordneter. Geschätzte Frau Minister, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zum Tagesordnungspunkt 13 reden. Da geht es um das ASFINAG-Gesetz. Ist eine Regelung, die durchaus viel Sinn macht, Frau Minister. Mit diesen Maßnahmen ist das Umsetzung zur Verbesserung der Lärm- und Emissionsschutzes sowie Maßnahmen zur Stärkung des Umweltschutzes in den jeweiligen Regionen. Und das entlastet den Verkehr. Das ist sehr gut. Meine Frage ist noch, dass man da halbwegs genaue Richtlinien ausarbeitet, was von diesen 1% auf maximal 3% hast, dass wie viel und wann sie halt auf 3% kommen. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Und ich bin heute da auch als Vertreter von Wahlkreis Ost in Kärnten. Da haben wir drei Bezirke, St. Veit, Wolfsberg und Völkermarkt. Und ich habe da genau 4 Sachen aufgeschrieben, Frau Minister, wo wir einfach zu erledigen haben. Ich weiß, Sie arbeiten mit der Kärntner Landesregierung ausgezeichnet zusammen. Aber in Völkermarkt zum Beispiel ist jetzt eine Petition, was die Hochleistungsstrecke betrifft, was den Bahnhof Künsdorf betrifft. Ich bitte Sie da um volle Unterstützung. Ich habe das auch mit meinen Kollegen von der ÖVP geredet. Da geht es einfach darum, dass diese Region sehr ländlich ist und dass ein ganzer Bezirk und alle Bürgermeister wollen das haben, dass man da eine Lösung trifft, bitte. Das ist, glaube ich, unbedingt notwendig. Das nächste Problem, was wir haben, ist, da gibt es natürlich den Bezirk St. Veit an der Glan. Da leben in St. Veit und Bezirksverkirchen ca. 100.000 Menschen. Das ist ein Fünftel der Kärntner Bevölkerung. Und die haben einfach keine Chance mehr, jetzt dann einen Intercity zu haben. Wir haben da mit allen Bürgermeistern, mit allen 30 Petition gemacht. Wir haben die eingereicht, dass man da wirklich auf dieses einfach nicht vergisst, es ist schon eine grobe Benachteiligung für uns im Bezirk. Und wir wollen dann nur einige Sachen haben, aber dass man da wirklich hergeht und sagt, also Sie schauen, dass das funktioniert. Und dann habe ich noch im Bezirk das Görtschitztal, das ist das HCB-Skandaltal, wie es damals war. Es ist heute Gott sei Dank alles bereinigt. Und eine zeitnahe Elektrifizierung wäre da schon sehr, sehr, sehr notwendig. Um das möchten wir einfach ersuchen. Und dann habe ich noch die S37. Also wir haben echt viele Berührungspunkte. Ich weiß, dass Sie sich da bemühen. Unser Herr Landeshauptmann redet da mit Ihnen und alles. Aber das sind Dinge, die wir bitte zum Verhandeln haben und die zum Lösen sein. Danke.